Habe ich Wie auch ein paar jeder Mal gemacht. einzelne meiner verdammten Würfel daneben gegangen ist, das geht echt nicht an. Jeder einzelne. Also, ich finde, ich habe viel gecarried in diesem Ding. Viel Also, gecarried, hast mich auf die Stange gebracht. Armbrustschütze kannst du werden. Das Nachladen lernst du nicht unbedingt, aber brauchst du ja auch nicht, wenn du einfach zu jedem hinrennen kannst und da die geladene Armbrust klauen kannst. Also, ich finde, er war der kompetenteste magische Armbrustschütze, den ich je gesehen habe. Aber, also ich fand es ein bisschen seltsam, dass die Leute einfach so alle mit geladenen Armbrust rumgerannt sind und die Ja. die einfach nur geben mussten und er dann abdrücken konnte. Ja, klar, wir sind im Kampf. Was erwartest du, dass die Protein. Dinger nicht laden? Die waren gerade mit Geschützen bedienen beschäftigt. Der ist doch extra zu den Typen, die Geschützbedienung waren, Ja, unterwegs die hatten die gewesen. wahrscheinlich abgelegt, damit die nicht versehentlich losgehen, während die ihr Geschütz Oh, fahren wenn hatten. eine Seeschlange aufs Schiff aufschlägt, geht die bestimmt auch nicht versehentlich los. Nee, tut Keine sie nicht. Sorge, die ist gesichert. Die warten alle auf einen Helden, der eine Armbrust bedienen kann. Richtig. Ja, Wir haben natürlich. Hallo. vermutlich so ein gepolstertes Gestell da, wo immer geladene Armbrüste nachliegen. Und Die haben einfach so eine Zwergenfabrik unten, die ganze Zeit die Waffen nachlädt für die. Ein so ein einsamer Söldner hat dann halt den Dienst, den ganzen Tag dazustehen und neue Armbrüste nachzuladen und die alten wieder zu entspannen, damit die Sehnen nicht kaputt gehen. Gutes Charakterkonzept. Ich glaube, ich spiele einen Armbrustschützen, der das macht. Armbrustnachlader. Armbrustnachlader. Ja, aber das Ding ist halt, ey, mit 12 ASP brauche ich da kein Ignifaxus auf das Ding zu schleudern, da kann ich mir ganz dick schieben. Ja, das ist Schaden. Da fängt ihr auch mies an zu lachen und das juckt die doch gar nicht. Aber du bist ja nicht deine die 12 mehr. ASP los. Ja, boah, danke. Da heile ich lieber jetzt gleich ein paar NPCs. Oh Mann. Genau, heile lieber ein paar NPCs, da bist du auch deine ASP los. Das hat am Anfang der Runde auch gut geklappt. Um die ASP loszuwerden? Ja. Hat eh keinen Effekt. Natürlich nicht. Das juckt die Charakter doch nicht. Doch, es hat einen Effekt, wenn du Spielercharaktere heilst. Oh Mann, am Anfang dachte ich so, da wird ein ziemlich langweiliger Kampf. Zwei Leute sind abgestürzt und müssen die ganze Zeit hochrennen und klettern und haben nichts vom Kampf und dann. Ja, ist das dann noch so explodiert, Hannes? Ja, ne, ich bin ein geiler Typ. Da. Aber mir fällt immer wieder mein Würfelglück auf, ne? Also entweder überspitze ich die Situation dadurch, dass ich unnötige Patzer würfel, oder ich würfel die Crits, die wichtig sind. Einfach fast dieses Würfeltool, entweder ist übrigens, brutal ich finde nach übrigens vorne schade, oder dass da. ich die Schlange nicht getötet habe. Ja, vorhin mein Würfeltool 2020, also 20 bestätigt 20 und dann nochmal hintereinander. Nochmal 2020 und danach die Probe 1-1. War schon lustig. War ganz episch, ja. Jeder feiert so Würfelorgien-Exzesse wie du, Frosty. Ihr müsst doch bei PUBG auswürfeln. Ja, also ich finde, den Kampf hätte man auch erzählerisch abklären können. Ja, Achmat killt alles und ist der Held des Tages, wie immer. Ich meine, die sind jetzt aufs gleiche Ergebnis gekommen, würde ich sagen. Also, ich habe mir schon gedacht, dass das für mich ungefähr so abläuft. Bloß bin ich ganz froh, dass ich entdeckt habe, dass ich gar nicht so scheiße mit Armbrüsten bin. Und meine Was ist eigentlich Freunde, passiert, als ich ne? weg war? Nö. Außer, Nö. dass ich eine Arche, eine Seeschlange eigentlich getötet habe, aber der Meister gesagt hat: Nö, hast du nicht. Die ist nur bewusstlos vom Gift geworden. Aber das Ding hat 600 paar zerquetschte LEP, die tötet Mann, ich hatte da gerade mit einem Crit mit 13 Schaden ins Gehirn gehauen, Alter. Wenn die das überlebt, man, dann schwerst du hin. Einzig Schaden. Vielleicht hast du eine Wunde gemacht. Wie viel konntest du Ich will ja nicht sagen, aber 600 Lebenspunkte. Pass auf, 30 Schaden, 30 Schaden sind 5% ihrer Lebensenergie. Rechne doch mal aus, wie viel 5% deiner Lebensenergie ist. Das ist der Peaks, wenn du da beim ins Gehirn. Blut abnehmen musst. Ja, stell dir vor, dir sticht jemand eine Stecknadel ins Gehirn. Das tut Was auch für eine so mäßig Stecknadel? weh und haut dich vermutlich um. Hat Das dein bringt Gehirn nicht um. 600 Lebenspunkte von deinen 600 Lebenspunkten? Nein! Hast du, warum bist du da jetzt so unendlich mad drüber? Warte. Alter, hat dein Gehirn 500 Lebenspunkte? Mann. Ja. Was war das denn? Was Der war das Beleidigung denn auf dem Schulhof hier, ey. Geht's ab? Sind Seeschlangen im Zoo Botanica unter Schlangen oder haben die einen eigenen Artikel? Die haben einen eigenen Artikel. Seeschlange, ja. Ja, aber lustiger, Burons wenn es anders wäre. Also weißt du, Frosty, das hier wäre so ein Ding gewesen, da hätte man richtig schön einen Lanzenritt anbringen können. Ja, aber jetzt das Pferd benutzen müssen. Warum ja. hast du nicht das? Das wäre so geil. Der Ritter, der gegen eine Seeschlange zog und gewonnen. Ich weiß was, wir hängen den Kopf einfach raus. Wir hängen den Kopf raus. Dass du damit jemand trinken kann. Also ihr habt jetzt im Prinzip eine K.O. gekloppte Seeschlange auf der Arche liegen. Ja, sie ist mit Traum, Wind, Elixier, Qualität F wurde ihr Geist abgetrennt. Das
fährt, also wenn der, jetzt irgendwie. Der streift sich in den Limbus ganz seltsam. Wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie. Den Limbus betritt. Sobald der erste schläft, hat er ein Problem. Ein Tokamujak-Schamane, wenn der sich jetzt in der Traumwelt rumläuft, der wird von der Seeschlange gefressen. Ja, aber ist. Ist oder aber noch Frosty, ist Traumwind-Elixier nicht quasi die, die flüssige Version von. Hier. Traumreise-Zauber, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja, und das gibt's auch als Liturgie für Boron-Geweihte. Ja, ich weiß, beschäftige mich gerade ein bisschen mit Boron. Aber heißt das nicht theoretisch, dass der Typ, dass der abgetrennte Seeschlangengeist sich jetzt munter in den Albträumen der Archenbewohner manifestieren kann? Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Schöne Idee. Hör mal, danke. Ja, danke, also. So machst du dich nicht beliebt. Finde ich gut. Nein, Boron holt sich die Seele der Schlange. Ich bin aber ziemlich sicher, der Geist bleibt da im Limbus, wo er getrennt wurde. Ja, komm, der kämpft gegen irgendwie einen wichtigen NPC. Und dann wird irgendwann Numinoros von der Seeschlange übernommen. Dann wird übernommen. Nein, der Eferdi, wir brauchen noch einen Verräter Eferdi an Bord. Nein, das ist langweilig. Der Gärtner ist immer der Mörder. Richtig, und der Eferdi ist immer der Faktiere, jetzt hast du es. Also. Ihr könntet das Ganze mit, wenn ihr einen Antimagier habt, beheben. Also ihr könntet den Geist zurück in die Seeschlange befördern. Wäre ein Verständigungsstören erschwert um 20. Richtig. Ich rezitiere nur, was im Buch steht. Gold, du bist doch gar nicht. Goldo Pallegard hat es gerade über geschafft, auf einem Schlingerreiten einen einheimischen Dorf zu unterwerfen. Und das ist gar nichts gegen Ragnar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch in der Landwehr irgendwie immer noch so tut, als wäre der König der König. Goldo ist laut eigenen Titeln ist er der König von Meridiana. Wow. Für das den Jungs sind das behauptet. Genau, ja. Nach eigenem Titel ist Ragnar auch jetzt hier Drachentöter. Genau. Und Zandenschreck. Und Zandenschreck, siehst du, das sind alles eigene Titel. Wo hat er denn Zandenschreck? Schlechter von Belharion Manning bin ich auch. Wo hat er denn Zandenschreck bekommen? Ich habe mich nur Schlechter von Belharion Manning genannt. Ich dachte, den hätte er sich gegeben, nachdem wir in Boron eingebrochen sind, aber ich kann mich irren. Nee, da habe ich mir, wie gesagt, den Namen Schlechter von Belharion Manning. Was treibt Ragnar eigentlich momentan? Er versucht gerade so eine Olle in den Königsschwamm zu vögeln. Versuch? Du kennst doch Ragnar. Ja, wahrscheinlich ist er gescheitert. Vielleicht hat er sich inzwischen auch schon in deren Haus eingeheiratet und ist jetzt stinkreich. Also so wie ich ihn kenne. In 2-3 Jahren nach dem Jahr des Feuers kommt er wieder an, gerade mit den Worten, ich habe keinen Bock auf Alimente, kann ich nicht mit euch rumrittern? So wie ich ihn kenne, treffen wir ihn in 2-3 Jahren wieder in der Gefängniszelle einer Dämonenarche. Ja, nicht in einer Dämonenarche, aber oder in der Gefängniszelle vielleicht von richtig in Carlottas Gefängniszelle. Nee, wahrscheinlich so gerade bei der Hinrichtung, ihr seht, wie Ragnar gerade hingerichtet wird. Hat wohl irgendwie mit den 1000 Frauen des Visiers geschlafen. Ich glaube, was Frosty nicht einrechnet, ist, was passiert, wenn wir dann sagen, ja, Pech, nicht unser Problem. Nee. Also das würde dir Ragnar nie antun, dem Good Guy. Ja, dann traue ich alles zu. Dem Herzen, bitte. Der Seele. Bitte? Ich bin doch ein ganz lieber Kerl. Ich hab den Glauben an Jalan verloren, seit du Lupin treten gegangen bist. So. Hast du noch nie einen Ritter in Aktion gesehen? Natürlich wird das Fußvolk getreten. Alter, Lupin ist ein kleiner Junge. Lupin ist trotzdem Fußvolk. Moment, da steht ein Junge? Alter, kann man nicht mal als Mensch bezeichnen. Alter unbekannt steht da. Richtig, ich glaube, die ist wahrscheinlich 83 und das uneheliche Kind von Borbarat und Nahima. Wow. Dann würde er dir aber in den Arsch treten. Ey, Jala, wenn es so ein Kind geben würde, dann würde Praios seine anderen Jahre schicken, um es zu vernichten. Ja, was glaubst du, warum die Greifen hinter uns unterwegs waren? Das war keine Erhalke, das waren schon wirklich Greifen. Die waren einfach nur mad, ne? Schwarz angelaufen, ne? Richtig, schwarz angelaufen vor Wut und Fürchtepreis denkt sich jetzt, oh Gott, das darf niemand jemals erfahren. Nee, seitdem ist Ragnar bei mir unten durch. Jalan, nicht Ragnar. Oh Gott. Jalan. Ja, sowieso. Achmat, Ragnar ist doch der Freund von Lupin, das ist der Einzige, der versteht. Ja, eben. Also, da habe ich was zu Lupin. Nee, Jalan. Zwei Finger verloren, hol mir mal noch einen Schatz. Eigentlich frage ich jetzt Ragnar. Was tut man nicht alles für Freunde? Ja, Freunde. Ich muss auch mal würfel mal überreden, erleichtert um 3, alles klar, 18 Städtchen über. Ja, ey, wenn du das isst, gebe ich dir 5 Silber. Wenn er nur noch hat.